Hallo Matthias. Hallo Sven. Das ist ja eine Mogelpackung hier heute. Also nicht du, aber hier Zeitenwende draufschreiben Und dann ich kann ja hier nicht mal meine Toni Marshall-Singles hochhalten und sonst wie nostalgisch werden. Nee, als wir in die Zeitmaschine gestiegen sind, das dachte ich auch, das dauert jetzt länger, aber das waren ja nur ein paar Sekunden, dann waren wir ja schon 2019 angekommen. Ja. Warum machen wir denn sowas? Wir müssen sparen. Warum machen wir denn nicht 1978, diese, also zu weit. Diese weiten Zeitreisen, die können wir uns momentan nicht leisten. Ja, verstehe. Ich glaube, wir haben auch noch einen anderen Grund, oder? Ach so. Dass wir so drüber sprachen und wir müssen doch vielleicht nochmal gar nicht so weit zurück, weil es einem ja irgendwie auch vorkommt wie in einer anderen Epoche, dieses 2019. Es hat sich tatsächlich an dieser Wand, dieser Zeitenwand, da ganz fundamental was geändert. Mhm. Und wenn ich dich so, also du weißt, ich habe da noch ein bisschen was nachzutragen und mir selbst Asche über den Kopf zu schütten nachher. Ich als Gesundheitssystemexperte bin natürlich total blind gewesen. Aber ich darf es für unsere Zuschauer sagen, Sven war ja der designierte Gesundheitsminister im Jahr 2019. Er war der heiß gehandelt als Nachfolger von, wie heißt er, Gröhe hieß er, glaube ich. Ja, genau. War wirklich, also im Grunde hattest du die Koffer schon gepackt und hattest schon das Schlüssel für deine Edelwohnung in Berlin, bitte? Ja, für meine Villa in Dahlem. Ja, genau. Und dann machte dir so ein kleiner, wie soll man sagen, wie kann man sich über diesen fachfremden Menschen äußern, ohne irgendwie sich auch über sein Äußeres lustig zu machen, das, was wir natürlich nicht möchten. Aber egal, jedenfalls Herr Spahn hat dir dann diese Stelle vor der Nase weggeschnappt. Ja. Ist er ihm gegönnt. Ja, aber da deswegen bin ich ja so auch mit dem Rückblick so verärgert über mich selbst, dass ich das alles nicht habe kommen sehen. Mhm. Aber vielleicht kommen wir darauf nochmal auch zu meiner Ehrenrettung. Ich würde ja vorher doch lieber fragen wollen, du bist ja, das weiß ich aus zwei, drei persönlichen Gesprächen, für dich ist das auch eine Zäsur gewesen und ich würde dich, weil du mir das bisher verschwiegen hast, gerne mal hören dazu. Also für dich war 2019 ja noch normal, für mich ist ja nie was normal und für dich war der Bruch, glaube ich, noch viel stärker als für mich. Ja. Vielleicht geht es auch anderen so. Genau, wobei das muss man natürlich auch differenzieren. Ich war natürlich in gewissen Kreisen schon einschlägig unterwegs. Also ich habe, was weiß ich, Mausfeld gelesen, mich mit Daniele Ganser beschäftigt. Ich habe mit Uli Mies zusammen Veranstaltungen gemacht, habe Artikel zum tiefen Staat geschrieben und habe die ganzen Hintergründe der transnationalen Akteure im Bereich des Bildungswesens aufgearbeitet, die Digitalisierung, der tiefe Staat. Also all dieser ganze Kram war mir klar, aber ich dachte nur, ich bin das Subjekt einer Erzählung, das heißt, ich arbeite das auf, aber ich habe nie gedacht, dass ich mal Objekt dieser Wirkmächte werden würde. Da war ich unendlich naiv. Und weshalb mir das so schwerfällt, mich zu erinnern, ist irgendwie, dass es einerseits sehr nah ist und andererseits unendlich weit weg und komplett verloren. Also 2019, da gibt es keine Rückkehr, weder in der Erinnerung noch irgendwie im Hinblick auf die Lebensverhältnisse, die damals ich mir eingebildet habe. Was für mich gilt, ich weiß nicht, wie das mit dir war, war körperlich und seelisch vergleichsweise intakt. Ich mag diesen Ausdruck intakt, weil das heißt unberührt von äußeren Eingriffen. Das heißt, ich hatte meine inneren Geschichten, aber da kam nichts, was von außen mich zerstören wollte. Mein Lebensumfeld war intakt. Ja, das heißt, ich hatte Kollegen, ich habe mal meinen Kalender durchgeguckt, ich hatte bestimmt 50 Vorträge in ganz Deutschland, ich war in den Mainstream-Medien gefragter Interviewpartner, ich war irgendwie gangbar und ich habe mir nochmal Bilder auch angeguckt, da gibt es ein Foto von meiner Tochter beim Musikschulfest, wo sie tanzt und sie steht auf einem Bein und streckt die Arme aus und ich hatte das Gefühl, das Leben hat so eine Leichtigkeit und es gibt irgendwie gangbare Wege in die Zukunft für meine Kinder. Das ist so mein Gesamtbild, was ich da von diesem Jahr habe. Und ich werfe mir natürlich vor, dass ich unendlich naiv war, weil ich dachte, ich kann darüber schreiben, ohne dass mich die Dinge einholen, über die ich da schreibe. Das ist
das war total bekloppt. Also das war irgendwie wie so ein Spiel. Ich bin der Akteur, ich bin Widerstandskämpfer, ich schreibe Artikel, ich wende das auch alles ab. Mit dieser naiven Einstellung bin ich natürlich auch in die Corona-Zeit gegangen. Aber die Macht und die Wucht dessen, was da kommen würde, das habe ich komplett unterschätzt. Okay, aber das wäre ja fast der Blick aus 20 wieder. Nee, also 19, nee, 19 ist schon so, ne? Ja, aber 19 ist doch gar nichts passiert. Das war doch in der Erinnerung so. Einfach ja, gut, normal, aber da waren natürlich schon auch die Zugriffe der OECD auf das Bildungswesen, die Aktivitäten der was, Regime-Changes in anderen Ländern und so. Das hatte ich schon auf dem Schirm. Aber wie gesagt, ich dachte, das ist woanders. Das kommt nicht nach Deutschland und vor allem nicht zu mir nach Hause. Ja gut, das kommt zu mir nach Hause. Wie gesagt, ich will dich jetzt gar nicht irgendwie aus 2020 rausziehen, aber ich würde schon gerne in dieses 19 gehen, weil da treffen wir uns schon. Ich habe zwar schon 20 Jahre länger, glaube ich, mit diesem Quatsch mich beschäftigt oder wenigstens 5 Jahre länger als du, aber trotzdem dachte ich, auch wie du noch 2019, okay, ich habe mich sehr weit zurückgezogen aus diesen ganzen Abläufen, aber die werden ja nicht jetzt auf meinen Hof kommen. Und das war der Unterschied, also 2020, genau. Da war es dann anders. Da war dann plötzlich klar, nee, die lassen mich hier nicht am Rand der Gesellschaft so vor mich hinleben. Das Gefühl hatte ich 2019 noch, genau. Dass wir die Freiheit behalten werden, uns, wenn wir uns rausziehen, wenn wir uns zurückziehen aus dem Treiben der anderen, dass man uns da nicht holen kommt. Das war dann der Unterschied. Da bist du weiter gewesen. Also ich bin 2007 ungefähr auf diese ganzen Fragen gestoßen und habe mich so nach und nach reingearbeitet. Für viele war das ja dann sozusagen nach 2019 so ein Crashkurs. Die haben ja in Monaten den Weg zurücklegen müssen, den wir in Jahrzehnten gemacht haben. Was mir noch aufgefallen ist, dass ich also auch zum Beispiel in juristischen Fragen und in medizinischen Fragen vollkommen desinteressiert war. Ich war interessiert in Gesundheitspolitik, hatte da Kontakte mit Leuten, die das kritisiert haben, vor allem von der linken Seite aus. Also da gab es tolle Leute aus Aachen, die das eher so als Ökonomismuskritik und ich kannte schon die Angela Spelsberg, die Ex von Lauterbach und aber ich habe das in ganz anderen Kategorien bedacht. Aber das Entscheidende war, glaube ich, ich habe mich letztendlich geschützt gefühlt in irgendwelchen Selbstverständlichkeiten, die damals, glaube ich, schon eine Illusion waren. Ja, ich versuche gerade uns gesamt so auseinander zu sortieren. Die meisten, also 80% merken ja gar keinen Unterschied, oder? Korrigiere mich, vielleicht täusche ich mich auch. Also bis heute in unserer kleinen 20%-Gruppe wird es sicherlich vielen dann auch so gehen, dass es für die ein Bruch, ein starker Bruch war, oder? 2019 war noch normal gefühlt. Also wenn wir genauer drauf schauen, ist es, glaube ich, nicht zutreffend. Nee. Aber wir haben zumindest uns das einreden können, 19. Ja, oder es gab keine Veranlassung, eine nicht mehr gültige Weltvorstellung zu revidieren. Wir haben uns das nicht eingeredet, also da war kein aktives Einreden, sondern wir haben einfach ein bestimmtes Gewand, was wir seit unserer Kindheit getragen haben, nicht mehr geprüft, ob es uns und auf die Realität passt. Ja, aber ich sagte dir ja auch vorher, für mich war 2019 nicht anders als vorher, nee. Insofern als sowieso alles ständig in Bewegung war. Und naja gut, wir können immer versuchen, in das Jahr zurückzukommen, oder? Also ja. Wenn wir schon eine Zeitenwende machen, dann wenigstens in grauer Vorzeit und auch Clemens zuliebe, der ja damals erst 4 war. so argumentieren wir ja sonst auch. Ja. Also dass man ich gestehe, dass mir schon über die 3-4 Jahre, also die Hälfte weggerutscht ist. Das liegt vielleicht am Alter. Keine Ahnung. Weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann mich an kaum noch mal erinnern, was 2000. Ich musste wirklich mehr recherchieren als 1984. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass es so eine Art Verdichtung und Klärung gibt, dass so die Flut der Informationen, die behält man nicht. Aber es gibt sowas durch das Gedächtnis, so eine Art Zuspitzung auf einzelne Punkte, die dann sozusagen als Hauptaspekte rauskommen. Und das hat noch nicht stattgefunden im Hinblick auf 2019. Und ich glaube aber auch, dass die gar nicht wollen, dass wir uns an das erinnern. Also du kannst dich gar nicht erinnern. Nicht an was Positives, außer so ein grundwohliges Gefühl. Genau. Genau. Ja. Okay. Okay, damit kommen wir natürlich nicht weit. Ja, ich habe mich gestützt. Eingelesen. Ich habe mich eingelesen. Ja.
Wir werden viel über Corona sprechen, aber erst im, für alle, die darauf warten, im fortgeschrittenen Teil der Sendung, weil wir erstmal anfangen wollen mit den Vorschritten und den sonstigen Aspekten, die dann leicht untergehen. Weil, und das ist vor allem Svens Recherche, wir natürlich die Weichenstellung für 2020 in 2019 nachvollziehen können. Und wenn man die Augen aufgemacht hätte und die Puzzlesteine zusammengelegt hätte, hätte man 2020 gut vorhersagen können, glaube ich, oder? Ja, gut, das ist ja immer, nachher ist man immer schlauer, aber ich finde es in dem Fall besonders auffällig. Und das sagte ich dir ja schon, also das... Zumal ich ja, glaube ich, im Jahr vorher dieses Rette sich, wer kann geschrieben hatte und viel über Pharma und Krankensystem und dann in 2019 viel sowohl beim Öffentlich-Rechtlichen als auch bei den Alternativen rumsaß und mich dann auch äußern durfte zum Krankensystem und zu den Prognosen, die ich damals hatte. Aber ich habe, gebe ich zu, zwar gesehen, was kommt, aber nicht, dass sie es über ein Virus machen. Ich hatte auch düstere Vorahnungen im Hinblick auf die Zukunft. Es war ja immer, wenn man Rubicon gelesen hatte, immer der Krieg drohte und vieles andere mehr. Oder der Finanzcrash. Oder also, dass irgendwas Ungutes in der Luft lag, das habe ich gespürt. Aber mit dem Virus habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und beruhigt mich jetzt, wenn jemand, der sich so gut auskennt wie du, auch nicht auf die Idee kommt, dann bin ich ja entschuldigt. Habe ich ja Attest. Na gut, dann drehen wir jetzt alles um, was wir eigentlich vorhatten. Dann sprechen wir doch über das Virus. Nee, lass uns über die anderen Vorzeichen sprechen. Danach über Notre Dame. Nee, ich wollte gerade mit Notre Dame beginnen, weil das war für mich ein... ist okay? Ja, ja, unbedingt. Weil 15. April, das Interessante ist, ich habe irgendwie immer das Glück oder das Pech oder es liegt an großen kosmischen Konstellationen. Immer wenn irgendein weltgeschichtliches Katastrophenereignis passiert, gucke ich fern, obwohl ich normalerweise nie Fernsehen gucke. Also Fukushima... habe ich irgendwie mitgeguckt, 11. September, ich gucke normalerweise nie fern und ich habe auch diesen komischen Brand in Notre Dame gesehen und habe das als sehr erschütternd erlebt. Ich weiß nicht, ob du das live mitverfolgt hast. Da wusste man ja erst nichts über die Ursachen, hatte irgendwie Terrorismus im Verdacht und irgendwie, das ist ja schon auch das Sinnbild einer bestimmten europäischen Tradition, Christentum, französische Aufklärung, Grande Nation, all diese Aspekte hatte ich irgendwie im Kopf und ich dachte irgendwie, dass wenn sowas verbrennt, dann ist das ein Sinnbild. Das war mir, das war so mein Gefühl. Ich würde dich bitten, nie wieder fernzusehen. Dann passiert es auch nicht, ne? Genau, für den Rest deines Lebens. Ja. Weil wenn immer solche Sachen passieren, wenn du fernsiehst, dann fühle ich es. Also, Entschuldigung, was hätten wir gesagt? Da alles der Bill, oh, den Burchard schaltet den Fernseher an. Jetzt muss ich aber erstmal wieder was machen. Ja, das heißt, da können wir uns alle schon mal einen Helm aufsetzen, wenn mir irgendwas passiert. Der Burchard greift zur Fernbedienung. Ja, duck and cover. Burchard sieht fern. Nein, gut, aber zurück zur Kirche. Ich habe das nicht in so, ja, Sinnbild. Ich habe nur in Erinnerung, dass die vielen Zusagen, das wieder aufzubauen, sofort da waren und das Geld dann nicht kam. Bin aber jetzt nicht darauf vorbereitet, Belege zu liefern. Inzwischen steht es doch wieder, oder? Soweit ja, das hat mich wiederum sehr erschüttert. Ich war ja im Grunde dann, nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, ich habe dann nochmal in mein Tagebuch geguckt, wie ich es kommentiert habe. Ich habe ja gedacht, wir müssen dieses Filetgrundstück im Zentrum der französischen Kapitale einem neuen Verwendungszweck zuführen. Und ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht damals. Es gab noch kein B&B, deshalb muss ich das in mein Tagebuch schreiben. Ich habe vorgeschlagen, ob man da nicht eine große Bank aufbauen sollte, eine Serverfarm oder eine vegane Wurstfabrik. Das wäre noch eine Idee gewesen. Oder letzter Gedanke, ein Transgender-Bordell. Sicherlich hätte das besser in die Zeit gepasst. Aber du bist inzwischen doch sehr schöne Vorschläge. Ja. Ich dachte, du stehst einfach einen Parkplatz vor oder sowas. Nee, aber da sieht man sozusagen so die Themen, die ich damals hatte. Wenn ich ein bisschen vorausschauender gewesen wäre, hätte ich natürlich ein Impfzentrum oder ein Biowaffenlabor vorgeschlagen. Ja. Aber das, wie gesagt, soweit war ich damals. Das konnten wir noch nicht wissen. Das konnte man nicht wissen. Nein, hätte man vielleicht wissen können, wir nicht. Nee. Ja. Wir konnten es ja nicht wissen. Sonst hätten wir es ja verhindert, ne? Ja, okay. Also gut, dass du nicht durchgekommen bist mit den Vorschlägen. Jetzt steht es ja wieder und sieht, glaube ich, auch ganz, ganz niedlich aus. Ja. Besser als, ja, meines Wissens. Also wir müssen jetzt mal, lass mal hinfahren und gucken. Ja, was war denn noch? War noch was in 2019? Ja, dann habe ich ja noch hier das Strache-Video, Ibiza-Affäre. Hatten wir uns ja ein bisschen drüber entzweit in unserem Vorgespräch. Wobei ich, glaube ich, nicht ganz geschafft habe, den Punkt deutlich zu machen. Also es gibt zweierlei. Das eine ist also der Sachverhalt selbst
Und das andere ist mein Kommentar zu diesem Sachverhalt. Das ist nämlich bemerkenswert. Ich habe dazu einen Artikel geschrieben, den ich gleich auch inhaltlich gerne wiedergeben möchte. Und ich dachte, das ist mir zu heiß, den schreibe ich nicht unter meinem eigenen Namen, sondern da schreibe ich unter Pseudonym. Dann, ja? Ja. Und das finde ich schon bezeichnend. Also das ist auch wiederum so in Richtung Vorahnung, dass ich dachte, vielleicht ist das demnächst ja mit der Meinungsfreiheit nicht mehr ganz so rund. Pass ein bisschen auf. Ja? Und habe dann unter dem Pseudonym, ich möchte das jetzt lüften, Hans Moser, ja? Ich mochte das. Also zum einen, weil er so nuschelt. Also ich habe dann auch geschrieben, er nuschelt Klartext. Und weil ich auch dieses Herummosern mochte ich ganz gerne. Im Rubicon einen Artikel dazu geschrieben. Und der hieß Der Staatsstreich. Wobei der Titel vom Herausgeber ein wenig dramatisiert wurde. Ich hatte ihn, glaube ich, etwas harmloser genannt. Regime Change oder so irgendwas in der Art. Da würde ich dich jetzt bitten, weil du das auch bei mir musst, nochmal den Sachverhalt in gebotener Kürze zu referieren, genau. Und dann die Analyse, weil ich glaube nicht, dass alle wissen. Es gibt sicherlich Menschen, die sind so wie ich und können mit dem Ibiza-Video gar nicht so viel anfangen. Die haben ihre eigenen, klar. Ne? Ich muss ja die von den anderen gucken. Ich habe nur meine Playlisten, die höre ich gern. Und wenn mir einer sagt, Video brauche ich nicht, also musst du mal den Sachverhalt. Also bitte. Sachverhalt war der damals in regierungsbeteiligte Beteiligung eingebundene Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der FPÖ, also ich würde sagen so dem AfD-Äquivalent in der österreichischen Bundes- und Landespolitik, ist mittels eines Lockvogels in eine Videosituation geraten, wo eine Oligarchennichte mit viel Geld und Perspektiven ihm angeboten hat, so in seiner politischen Karriere zu helfen. Und er dieses Video wurde aufgezeichnet, von wem auch immer. Es gibt da inzwischen auch eine Erzählung, wer es denn jetzt war und was der Hintergrund war. Und dieses Video erschien dann Monate nach der Aufzeichnung in den deutschen Medien. Die SZ und der Spiegel haben es gepusht und haben damit eine Regierungskrise in Österreich verursacht. Und der Strache musste dann zurücktreten, es gab Neuwahlen und die FPÖ ist damit aus der Regierung herausgekommen. Jetzt müssen wir den Punkt, glaube ich, deutlich unterscheiden. Ich hege keine Sympathie für Heinz-Christian Strache und das, was er da sagt im Hinblick auf, wie er sich vorstellt, dass man mit Medienkampagnen, wenn die Kronenzeitung jetzt in die Hände des Oligarchen geht, seiner eigenen Partei was Gutes tun kann oder auf welche Parteispende er hofft und wie er die Parteispenden vorbei an der öffentlichen Kontrolle machen möchte, das ist alles problematisch. Was mich an dem Fall interessiert hat, Sachverhalt ist deutlich, ja. Was mich an dem Fall interessiert hat, ist erstmal, warum werden deutsche Medien aktiv, um in österreichischer Landespolitik durch investigativen Einsatz Fakten zu schaffen? Was auch bemerkenswert ist, dass ein gewisser Herr Böhmermann, der ja auch in den letzten Jahren immer wieder durch seine, sagen wir mal, großartigen Verbindungen in den Zentren der Macht und das Zusammenspiel der Kommunikation mit der Regierung aufgefallen ist, auch dass der schon was wusste, der hatte bei einer Preisverleihung vor der Veröffentlichung des Videos Andeutungen gemacht, die völlig klar machten, dass er davon wusste. Offensichtlich kannte er die Videos, hat sie dann scheinbar abgelehnt auszustrahlen, so zumindest kann man das nachlesen. Also da ist sozusagen eine mediale Kontrolle des Öffentlichen oder der Politik unterstellt, was man sagen kann, da hat sich jemand daneben benommen, er ist überführt worden und die Medien machen das sichtbar und korrigieren damit im Auftrag ihrer Mission als vierte Gewalt die Regierungsverhältnisse in Österreich. So könnte man das positiv erzählen. Und das wäre sehr schön, wobei ich eben einen Unterschied aufmachen möchte, ist, dass die Medien ja eigentlich über Ereignisse, die tatsächlich geschehen sind, berichten sollten und nicht kreierte Ereignisse sozusagen zum Thema machen sollten. Also es ist ja, das eine ist versteckte Kamera, das kennst du, ne? Und wenn was da passiert ist, passiert in der Simulationswelt. Und wenn die Medien diese Ereignisse kreieren und nicht über reale Ereignisse berichten, dann ist da für mich eine Vermischung dieses Auftrags gegeben. Also ich habe das Gefühl, dass man da jemand in eine Falle, ich habe nicht das Gefühl, er wurde offensichtlich in eine Falle gelockt. Es wurden Äußerungen provoziert durch den Lockvogel, von denen man nicht weiß, ob sie ohne den Lockvogel auch so gefallen wären. Ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir aber nur auch vorstellen, dass auch zum Beispiel, wenn man jetzt einen Lockvogel der Open Society Foundation zu Olaf Scholz oder Angelina Merkel schicken würde und der sagen würde, ihr kriegt Geld von Soros, wenn ihr das und das macht, dass es da möglicherweise ähnliche Äußerungen geben könnte. Ich
mag da fehlgehen. Also zunächst gilt ja mal die Unschuldsvermutung für alle. Aber was ich sagen möchte, hier wurde ein Ereignis kreiert. Das ist jetzt keine Realität, sondern ein Artefakt, was geschaffen wurde als Inszenierung mit theatralischen Mitteln. Und das wiederum wurde jetzt gewendet gegen eine bestimmte Partei, die als missliebig für den öffentlichen Diskurs wahrgenommen wurde. Und das ist das, was mich ärgert. Ich sozusagen, ob der Strache jetzt ein integrer Typ ist oder ein fieser Möb, sei mir jetzt völlig dahingestellt. Was mich ärgert, ist, dass Medien sowas tun. Und dass damit Einfluss genommen wird auf Regierungsgeschehen. Kannst du das nachvollziehen oder findest du das? Und das ist für mich eben der Vorgriff jetzt für die große Allianz der Bereitschaft oder auch der Selbstermächtigung der Medien zur Gestaltung des politischen Raumes. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ich meine, mir würde zuerst einfallen, wer soll das denn sonst machen, wenn nicht die vierte Gewalt? Also dass Ereignisse sagt, kreieren. Na, was heißt kreieren? Aber wer sonst gegen einen V-Mann hättest du nichts gehabt, aber gegen die Presse schon. Das ist der V-Mann ist ja auch jemand, der zu Leuten geht, die im Telegram Texte schreiben und sagen, wir müssen den Scholz wegkriegen und dann sagen, pass mal auf, ich habe ein Gewehr für euch. Dann geht der V-Mann hin, führt die Leute in Versuchung und bringt sie auf Ideen und bestraft sie dann für das, was sie selbst herbeigeht. Finde ich schon bedenklich. Das ist ja so wie mit Schrödingers Katze. Naja, Schrödingers Katze ist ja nicht klar, ob sie tot oder lebendig ist. Also dies, nee, das, nein, das, nein, dass der Beobachter mit für die Verursachung der Ereignisse verantwortlich ja, ist. Ja, ich verstehe find schon. Finde ich schon heikel im V-Mann-Bereich, finde ich das ehrlich schon heikel. Okay, aber bei der Presse erst recht. Ja. Und das heißt, man muss die Dinge geschehen lassen und sollte sie nicht provozieren. Weder konstruieren, als, simulieren, ja, inszenieren. Ja. Oder wenn, dann bei allen. Ja, da würde ich dir wieder recht geben. Wenn man sagt, ich wäre dann eher für flächendeckende Honeypots oder wie die heißen, also für flächendeckendes, verstehen Sie, Spaß und Kameras, um permanent aufzudecken und zwar gegen alle Parteien, wenn jemand sich gern bestechen lässt und den dann aus dem Verkehr zu ziehen. Das ist das Einzige, wo wir uns wirklich sehr. Wobei sehr jetzt Strache hat sich nicht bestechen lassen, müssen wir jetzt vom Sachverhalt nochmal. Ja, ja, was ich. Ja, aber. Ich glaube, wir müssen es auch gar nicht streiten. Wir sind nur vielleicht nicht ganz einer Meinung in dem Punkt. Bei dir heißt es ja, man muss die, also jetzt nicht im Fall Strache, grundsätzlich die Verbrechen erstmal geschehen lassen, dann ermitteln und dann bestrafen. Während ich ja eher so. Das ist für mich die Konsequenz ist die, also wenn ich jetzt eine reale Oligarchin. Durch Überwachung von welchen Mitteln auch immer. Und das sind, ich meine, das, solche Sachen sind schon auch als Beweismittel im juristischen Raum schon, wenn sie illegal erworben sind, schon nicht verwertbar. Also auch sowas würde ich alles noch mit hineinziehen. In der medialen Verurteilung war das möglich. Also vielleicht ist mir der Punkt noch nicht gelungen, den Punkt ganz deutlich zu machen. Mir geht es einfach um eine kategoriale Aufweichung der Aufgabe und der Selbstermächtigung der Medien als ermittelnde, konstruierende Instanz, als verurteilende und vollstreckende Instanz zur Revision politischer Verhältnisse. Das ist der Punkt, der mich daran interessiert. Okay. Und dass das so nicht sein sollte, da würde ich dir wieder folgen. Und dann würde ich mir wünschen, dass investigative Journalisten sich zum Beispiel beschäftigen mit Ursula VDL, ja, mit der tatsächlichen Verstrickung. Ja, also da gäbe es ja genug, also sagen wir so, vielleicht hat sogar der Strache ganz viel faktisch getan, was man hätte journalistisch aufarbeiten müssen. Aber warum konstruiert man und inszeniert ein Beispiel? Das verstehe ich halt nicht. Okay, dann bin ich dann wieder. Da bin ich Dekor, wie Andi Brehme immer sagte. Ja. Also Frau von der Leyen hast du ja dann auch schon zufällig oder absichtlich, die war ja tatsächlich 2019. Das wäre mehr Berichterstattung und mehr Strafverfolgung wert gewesen. Das war die guter Berater ist teuer Affäre mit, glaube ich, McKinsey, wo wir 200 Millionen zu viel ausgegeben haben. Das hat ja die Leoparden-Uschi eingeholt. Die war ja Verteidigungsministerin, wenn mich nicht alles täuscht. Was die nicht alles vorher war, ne? Ja, Familie, Panzer und dann EU. Ja. Ich finde das sehr konsequent, der Weg. Aber sie hat ja was draus gelernt. Also, immerhin. Sie löscht jetzt ihre Mails. Ja, man muss dann sich wegbefördern lassen, ein bisschen weiter nach oben und beim nächsten Mal die SMS in Deutschland. Ja. Ich finde das immerhin, also persönlich finde ich das... Das ist eine unglaublich steile Lernkurve. Das sieht man ja selten bei Politikern. Insofern ist sie für höhere Ämter mehr als überqualifiziert, ja. Erinnerst du dich auch, da war ja noch der Andi Scheuer, ne? Andi B. Scheuert, wie Sonneborn immer sagt, der hat doch damals, was ist denn mit dessen Lernkurve eigentlich? Du meinst geworden? Die Mautgeschichten? Ja. Schöne Maut.
Hast du heute für mich zaut, ja. Ja, ja, das wird aber ich habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Ja, nee, aber Der hatte ja auch eine etwas unglückliche Nähe zur Wirtschaft, oder? Das weiß man ja gar nicht. Wir müssen aber vorsichtig sein. Wir können nur die Fakten referieren. Was sind denn die Fakten? Sagen, wenn man sagt, wir führen jetzt mal eine Maut ein und dann machen wir mal ganz viele Verträge mit ganz vielen Firmen, obwohl wir gar nicht wissen, ob man das darf, diese Maut verstehe. Einführen, so in der EU. Und stellt dann fest, ups, das darf ich ja gar nicht. Dann lasse ich das mal lieber wieder sein mit den Verträgen. Es standen dann ursprünglich, glaube ich, 580 Millionen im Raum, die Unternehmen, die Herr Scheuer beauftragt hatte, dann gerne haben wollten. Ich weiß gar nicht, wie viel übrig geblieben ist. 470. Haben die denn was bekommen? Wir haben ja Anspruch darauf, wenn man Verträge macht. Ja, das finde ich aber richtig. Da kann man denen ja gar nicht vorwerfen. Ne? Und wenn man sich vorstellt, 470 Millionen, ne, wie viel Impfstoff hätte man dafür kaufen können? Ja, ach, genau, du denkst in den richtigen Kategorien. Ja. Damals wussten wir das noch nicht. Da hätten wir noch nicht im Impfstoff umgerechnet. Ja, ja, genau. Maut, was man davon alles für Panzer kaufen kann, ja. Ja, aber das Schöne ist, glaube ich, dass das mit dem Mautsystem ja doch zumindest die flächendeckende Erfassung der Nummernschilder in Deutschland möglich geworden ist. Das ist ja vielleicht auch Gewinn genug, oder? Ist es? Nee, ist doch nicht dazu gekommen. Ja, aber stehen doch jetzt überall diese komischen Dinger rum mit diesen Kameras, oder? Sind die nie? Ich dachte, die wären in dem Zusammenhang gerichtet worden, aber gar nicht dann. Nee, dann will ich nichts gesagt haben. Nein, du, ich weiß, dass wir jetzt ja wieder meinen persönlichen Ausdruck in dieses andere Land im Norden von Deutschland, die machen das tatsächlich. Ja. Und da, auch wenn das überhaupt nichts mit der Zeitenwende zu tun hat, das ist ja sehr spannend, wenn man dann sagt, wir führen jetzt hier eine Maut ein. Übrigens genauso wie Scheuer das vorhatte. Ja. Wir erlassen den Einheimischen die Kfz-Steuer und holen uns das Geld von den Ausländern. Daran ist Scheuer damals gescheitert, weil das nach EU-Recht nicht geht. Ich denke, den Dänen wird es völlig egal sein. Und wie es ihnen alles egal ist. Also hier geht das. Ja, so. Dann bin ich ja für die nachträgliche Heiligsprechung von Scheuer. Ja, können wir auch mal machen. Ja. Genau. Vielleicht wenigstens in Dänemark. Ja. Ich reg das mal an. Reg das mal an. Ja. Ja. Ist das auch für Boote, die Maut? Nee, warum? Ich dachte, warum? Für Boote. Boote. Auf den Straßen. Für die Ausländer mit dem Boot kommen. Ja. Ja. Gut, was hatten wir noch? Was hatten wir noch, damit wir hatten noch, so wir tun, noch, als wäre 2019? Ja, Karrieren aus dem Schauspielbereich in den Politikbereich gewechselt ist Herr Selensky. Ist er 2019 dahin gewechselt? Nein. Ja, der wurde da Präsident. Ja, ja. Ich glaube, Poroschenko war der Widersacher in der Wahl und ist dann, ja. Guck mal, das geht so. Das ist ich habe das Gefühl, da wurde das Personal für die Zeitenwende schon gecastet und in Position gebracht, die uns jetzt viel Freude bereiten. Und Selensky war ja auch, das habe ich aber auch nicht verstanden, es gab ja ein Amtsenthebungsverfahren gegen den damals noch US-Präsidenten, der hieß da noch Trump, wenn mich nicht alles täuscht. Ach, das ist ja so mit einer orangenen Frisur, den kennst du doch. Und es gab dann ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn, aber nicht etwa wegen des erfundenen Russia-Gate und was vorher alles so war, sondern tatsächlich, weil er bei dem neuen ukrainischen Präsidenten Hilfe gebeten hat, um Joe und Hunter Biden zu belasten und deshalb irgendwelche Rüstungsgüter zurückgehalten hat. Also ich habe das erst beim Nachlesen gedacht, ach, jetzt verstehe ich auch, was die da für einen Krach hinter den Kulissen haben. Die hatten sich ja in Ibiza getroffen, ne? Ja, das Karottenvideo von Trump und Joe in Ibiza. Genau. Bis heute keiner gesehen. Das hat der Welke immer noch im Schrank liegen. Oh, mein Gott. Ja, haben wir noch was? Ja, wir können ja nochmal daran erinnern, wie sehr wir uns über Unterstützung freuen, dass es eine großartige Möglichkeit gibt, diese Sendung zu sponsern. Das wäre vielleicht jetzt auch ein schöner Anlass, weil wir sehen ja, dass die Medien nicht ganz ihrer Aufgabe nachkommen, dass sie zwar sehr kreativ sind und schöpferisch und auch informativ, manchmal aber auch manipulativ, aber dass wir beide in unserer Leistung als Zentrum zur Bekämpfung von Demokratie, Nachhaltigkeit, Diskriminierung und Nachhaltigkeit, Demokratie, ja. Nachhaltigkeit war natürlich doppelt, angewiesen ist auf Spenden und mir ist es ein großes Anliegen, unsere Hörer daran zu erinnern. Normalerweise schäme ich mich an dem Punkt immer so ein bisschen, weil ich denke, ich bin es nicht wert und überlasse dann Sven diese unangenehme Rolle. Aber diesmal möchte ich sagen, wenn ihr das hier gut findet und möchtet, dass es das weitergibt, dann dürft ihr das signalisieren, indem ihr uns eine kleine Unterstützung zukommen lässt.
vielleicht auch eine große, wie ihr mögt. Ja, ich habe mich ja letzte Woche schon unbeliebt gemacht und dann unterstreiche das, was du sagst, auch gerne. Also wenn es jetzt keine Haushaltssperre bei allen gibt wie in den USA, dann würden wir gerne weiter versorgt werden mit Mitteln, um unsere Auseinandersetzung mit der Welt weiterzuführen zu können. Ja. Sonst, stellt euch vor, müssen wir beide als Lockvögel irgendwelche Politiker in Videos locken und das möchte natürlich auch kein Mensch sehen, oder? Nein, das möchte ich auch gar nicht machen. Nein, das machen wir auch nicht. Nee, wir ließen uns auch nicht verlocken. Nein, die sich auch nicht von uns. Nee. Die würden hier bei uns reinfallen. Nee. So, ich habe aber noch was, das ist mir aufgefallen beim Zurückblättern. Nicht nur die, dass ich alles hätte wissen müssen. Erinnerst du dich an Rezo? Hast du das gesehen? Das war nämlich auch erst 2019. Nee, ich habe das bewusst nicht geguckt. Da war die Zerstörung der CDU und ich habe damals, das Internet war für mich kein relevantes Medium. Ich war da auch sehr naiv. Ich dachte, also wenn da irgend so ein komischer Fuzzi im Internet sich zu irgendetwas äußert, ist das für mich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Okay. Was hat sich geändert inzwischen? Oder? Ja, möglicherweise. Du sitzt auch im Internet. Das war damals für uns ja noch Neuland, dieses Internet. Ja, für uns, für uns beide? Nee, für mich nicht. Aber für dich schon. Für dich, also ich habe zwar seit 1993 es schon genutzt, aber es war für mich irgendwie neu. Also ich habe Rezo, erzähl mir, was hat es mit diesem Rezo auf sich? Es hat ja Rezos Zerstörung der CDU. Ich fand es damals ja eigentlich ganz lustig. Wir haben dann, natürlich war auffällig, dass er ja davon abrät, dazu rät, alle Parteien nicht zu wählen, außer den Grünen. Und wir haben dann ja auch im Nachgang ein bisschen mehr erfahren, wer das finanziert hat. Also es war gute Werbung. Wer hat es denn finanziert? Für die Gründen, die Firma Ströer hieß sie, glaube ich. Das kann ich gerne mal verlinken. Ach, das sind die diese Werbeplattformen aufbauen. Ja. Und das kann man ja auch unschuldig betrachten. Ich habe das dann tatsächlich nochmal, ich dachte, das wäre schon 100 Jahre her, aber es war 2019 und das nochmal angeschaut. Und mich dann nur gewundert oder mich erinnert, dass ich seine Formulierung damals schon ganz großartig finde, einen Politiker zu fragen, ob er Lack gesoffen hat. So als in dem Fall Frau Annette, wie hieß sie, Kramp-Karrenbauer, erinnerst du dich, Lichtgestalt der Christlich-Demokratischen Union. Das war unsere Verteidigungsministerin, ganz in der Tradition von Gutenberg und Volker Rühe. Genau. Ja. Und auch bestimmt irgendwie so Parteivorsitzende oder was der Geier, was ich gerade durcheinander kriege. Jedenfalls hatte sie da vorgeschlagen, den schon damals für die Zukunft streikenden Schülern doch in ihrer Freizeit zu streiken. Das ist schon ein bisschen absurd, weil das Wesen eines Streiks ja doch eigentlich eher ist, dass man das nicht in seiner Freizeit macht. Egal. Rezos Frage, hat die Lack gesoffen? Ja. Fand ich bemerkenswert. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu heute, beziehungsweise vor 2 Wochen, weil ich dann denke, heute würde Rezo, wenn er das gegen die falschen Leute sagt, dafür 8 Monate wahrscheinlich in den Knast gehen, für so eine Beleidigung. Denn das haben wir ja alle vor 10 Tagen mitbekommen. Tim Kellner ist ja verurteilt worden, wegen Beleidigung von Susanna Schepperli und anderen. Wenn man dann mit welchem Strafmaß? Sagt, ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich war ja aus der Welt. Ich glaube, das ist erstmal, es geht ja dann in die nächste Instanz. Aber die ursprüngliche Verurteilung lief ja auf, also 8 Monate Haft, 3 Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Dabei bleibt es dann. So, also und deswegen, wir müssen es auch, wir werden sicherlich auch. Kann man auch sehen, welche Fortschritte wir gemacht haben. Wir darüber gesprochen. Ja, genau, das war 2019. Ja. Egal, wen man da jetzt beleidigt hat, und Rezo war ja nicht, hat ja nicht ganz so satirisch formuliert. Wir sind bei Kellner in erkennbarer Satire und bei Rezo nur hat die Lack gesoffen. Ich glaube, das wäre heute teuer, weil die Majestätsbeleidigung ja doch sehr, sehr viel teurer geworden ist. Wir müssen ja mal gucken, dass wir all unsere Videos demnächst mal flaschen. Ja, oder wir saufen einfach Lack. Selbst. Ja. Ja. Das wird uns auch nicht retten. Nee. Gut. Ja, es gab ja auch sehr unglückliche, tragische Vorfälle in amerikanischen Gefängnissen. Ja. Oh, ja. Da der hat ja jemand unschuldig in unter schlechten öffentlichen Ruf geraten, verurteilt und hat dann irgendwie aus Verzweiflung seinem Leben ein Ende gesetzt. Mhm. Kannst du dich daran noch genauer erinnern? Nö, aber ich weiß, dass das war der Manager der Beatles und der hatte irgendwie gute Verbindungen zum englischen Königshaus. Ja. Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Ja. Aber dann ist er ja leider
vor dem Prozess, wo er was hätte sagen sollen, dann von uns gegangen. Ja. Ich glaube, alle wissen, von wem wir sprechen. Also nicht Brian, sondern Jeffrey Epstein. Was ich im Nachhinein also tatsächlich ein bisschen merkwürdig finde, da gibt es ja auch Berührungen, wie du weißt, zu meinem besten Freund Bill. Dass, ja, ich meine, das mir fehlt so. Vielleicht habe ich auch noch nicht aufgepasst, aber was ist denn eigentlich dann passiert? Der hatte ja doch irgendwie eine Milliarde auf der Bank und die muss ja irgendwo geblieben sein. Und das Einzige, was ich danach noch mitbekommen habe, war, dass der Prinz Andrew sich mit der dann ja doch nicht im Verfahren antretenden Zeugin für sein Fehlverhalten außergerichtlich geeinigt hat, für 12 Millionen Pfund. Das ist für mich ein gut, dass der Lolita Express nicht mehr existiert, aber mir das hat sich so versendet, oder? Sehe ich das falsch? Wahrscheinlich lief bei Netflix noch eine Doku, die dann nur meine Tochter geguckt hat, aber ja, gut. Ja, ich habe ja das Gefühl, dass Jeffrey Epstein gar nicht tot ist, sondern durch eine Leiche ersetzt wurden und dann aber letztendlich für die Sprengung von Nord Stream 2 verantwortlich war. Weil die gleiche journalistische Intensität auf diesen Sachverhalt verwendet wird. Ja, das müssen wir dann aber mal recherchieren, mal tauchen gehen, ja, ob das so stimmt. Aber lass uns doch gerne mal, wenn du das mit mir machst, also ich glaube, sich an die Charts zu erinnern, ist irgendwie bei so kurzen Entfernungen Blödsinn. Keine Zeitenwende, wir davon abgesehen, dass ich außer Apache 207 auch gar nicht weiß, wer da in den Charts war. Du hast ja keine Musik mehr. Apache 207. Oder Sarah Connor. Kennst du auch nicht? Nee. Ist ein Terminator oder so, ne? Genau. Hm. Ja, ja. Ist aber auch so eine deutsch sprechende Sängerin. Ach, verrückt, ja. Das wollte ich dir nur noch sagen. Das war für mich fast beruhigend. Weil wir sprechen ja auch manchmal über die gute alte Zeit. Ja. Also, dass in 2019 tatsächlich in den Großstädten sozusagen Entwarnung, also war der Anteil der dort wohnenden Menschen mit Migrationshintergrund größer als der Bio-Deutschen oder ach, Kartoffeln oder wie die heißen. Ja. Und trotzdem, und vielleicht versöhnt uns das alle jetzt auch für immer, dass man sagt, die Charts, nicht nur Apache 207 und Capital Bra, also bestanden dann vorwiegend aus deutschsprachigen Alben und Singles, bis auf so ein bisschen Lady Gaga und Shawn Mendes. Also, das soll mich jetzt trösten. Das soll dich jetzt trösten. Das war, ist alles schon passiert, wovor du dich fürchtest. Heißt Capital Bra eigentlich Hauptstadt BH? Ja, wahrscheinlich. Das ist das eine kleine Ode an Angelina Merkel oder was? Ich bin da jetzt. Der Capital Bra. Sollten wir über drüber nachdenken, nachdem wir ihren Schlüppi schon so erfolgreich in seinem Shop vermarktet haben, ob wir nicht den Capital Bra. Gut. Ja. Was möchtest du mir damit sagen? Ich bin jetzt ein bisschen unsicher, was ich mit dieser Information anfangen soll. Naja, ich bin manchmal so. Das heißt, ich glaube, dass die Dinge, die wir jetzt befürchten für die Zukunft, dass die schon lange eingetreten sind. Ob die schlimm sind, weiß ich nicht. Ja. Also nochmal, ich komme aus einer. Ich habe weder das 2019 ein Gefühl von, ist ja eigentlich wie immer. Oder bei mir ist, heißt eigentlich wie immer, alles verändert sich permanent. Mhm. So, und ich komme auch aus einer anderen. Das weißt du doch. Haben wir mal drüber gesprochen. Ihr hattet wenigstens noch Löcher in der Straße. Wir hatten keine Straße, sondern nur ein Loch. Ja, genau. Ja. Du bist auch in so einem Pappkarton aufgewachsen. Ja. Nein, aber wenn mein Vater ist mit dem LKW immer drüber gefahren, wenn er nach Hause kam. Als ich, ja, genau. So war das damals. Nein, aber wenn man wie ich aus dem schönen Hamburger Stadtteil Harburg kommt, der ja auch immerhin so 220.000 Einwohner hat, wie eine normale Großstadt und viele, viele Viertel, dann kennt man das nicht anders, das, was jetzt in ganz Deutschland langsam Sache oder Phase ist. Wir sind so aufgewachsen. Deswegen verstehe ich diese Aufregung nicht so ganz. Und du darfst sie gerne weiter formulieren. Also, dass man jetzt, ich teile deine Ansicht, dass das so nicht richtig ist, aber. Nur mal, damit wir uns da nicht missverstehen. Also, mir geht es nicht um den einzelnen Menschen, sondern mir geht es um die Diskurse und um die doppelte Viktimisierung dieser Menschen, Migration als Waffe. Das ist mein Thema. Ja, ich weiß. Ja, also mir geht's, gut, dass wir das mal ansprechen. Ja, also damit, das ist mir egal. Ist jetzt vielleicht eine Gelegenheit, grundsätzlich zu sprechen, werden wir auch, oder haben wir vielleicht in der letzten Sendung auch schon angedeutet.
Auch wenn ich mich über Genderismus und so weiter aufrege, geht es natürlich nicht darum, dass ich Menschen mit homosexuellen Neigungen irgendwie nicht mögen würde. Also es geht um die Diskurse. Und da muss ich sagen, kann man halt gucken, wer profitiert davon, dass solche Verhältnisse entstehen und was ist mit Kultur und so weiter. Aber gut, egal. Aber wenn du sagst, der Hauptstadt-BH war in den Charts ganz weit oben, dann mache ich mir keine Sorgen mehr für die Zukunft. Nein, ich will das mal, dann lass uns doch ganz kurz dabei bleiben. Uns hört ja eh keiner zu. Ja. Also, dass man sagt, man müsste sie richtig führen. Das tun wir nicht. Genau. Also, weder verhalten wir uns politisch richtig, noch führen wir die Debatte richtig, weil man darf ja nichts sagen, dann ist man Nazi. Genau. Man darf aber auch nicht, wie ich vielleicht aus der persönlichen biografischen Erfahrung sagen, es spricht ja nichts dagegen, dass Deutschland ein Melting Pot ist, weil es gibt ja gar keine Alternative dazu. Oder kann man ja zumindest mal überhaupt in den Raum stellen. Ja. Wir sind so aufgewachsen und die Apache 207 Jungs und Mädchen finden das ja gut hier. Das sind türkischstämmige, das war damals auch schon so, wir sind mit Polen, Iranern, Türken und so weiter aufgewachsen, die dann aber dieses Deutschland gut finden und daran irgendwas. Und Apache hat, glaube ich, das Mannheim-Wappen auf der Wade tätowiert, weil das ist halt seine Heimat. Und das muss sie ja nicht auch alle rausschmeißen wollen, was, glaube ich, die AfD manchmal möchte. Und das wäre völlig falsch. Lass uns darüber mal ausführlicher und systematisch sprechen, aber nicht heute. Aber ich würde darum sagen, auch nur weil ich das jetzt kritisch sehe, heißt das ja nicht, dass ich diese Menschen irgendwie einem unbequemen Schicksal zuführen möchte. Insbesondere, weil ich da die Wertschätzung für unsere Tradition mehr verkörpert sehe als bei Menschen, die aus ihrer Herkunft heraus dazu vielleicht näher bestimmt wären. Also das müssen wir differenziert besprechen. Aber das anderer Punkt. Ich glaube, das Motto der anderen Sendung, die wir machen, wenn wir nicht Zeitenwende machen, ist, wir müssen reden. Und das wäre auch genau an diesem Punkt extrem wichtig. Das ist ein geiler Titel. Bitte lass uns den sicher für unsere andere Sendung gerne. Ja, lass uns mal eine Sendung machen, die wir müssen reden heißt. Und sozusagen auch andeutet, worauf es ankommt. Mhm. Herrlich. Okay, soll ich denn jetzt Asche über meine Haut schütten? Nee, ich möchte gerade noch die Wahl in Thüringen erwähnen. 27. Also. Oktober Wahl in Thüringen. Das ist für mich auch noch ein Vorzeichen. Weist in das Jahr 2020 rein, ist ein Vor-Corona-Ereignis. Du weißt, dass da gab es da hat das Wahlvolk ja, sagen wir, missbräuchlich mit der Demokratie gehandelt. Die dachten, nur weil es Demokratie ist, darf man wählen, was man will. Mhm. Und haben dann diese AfD gewählt. Und dann haben die in dem Parlament, und das kam natürlich dann erst 2020, ich weiß, aber auch da wiederum haben wir einen kleinen Vorgeschmack, hat sich der Herr Kämmerling ja mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Und dann reichte ein Anruf einer Kanzlerin und dann musste diese Wahl rückgängig gemacht werden. Wie es vom Grundgesetz ja auch vorgesehen ist, müssen wir auch sagen. Da gibt es ja dann so, wenn der Kanzlerin ein Wahlergebnis missfällt, muss diese Wahl rückgängig gemacht werden. Ja, das gilt doch immer noch, oder? So steht es im Grundgesetz. Also auch wenn sie nicht mehr Kanzlerin ist, kann sie, oder die Kali-Kanzlerin. Das gilt nur für Angelina Merkel. Die kann aus dem Off permanent noch sowas, aber sie ist ja das nationale Gewissen, sie ist der Seismograph der Demokratie. Mhm. Also jetzt kein anderer könnte jetzt, wenn die AfD irgendwas gewönne, dann könnte jetzt keiner sagen, das wird jetzt rückgängig gemacht, oder? Ja, vielleicht kann man es dann doch eher an die Institution des Bundespräsidenten knüpfen, aber jedenfalls das oder wen auch immer, jedenfalls 27. Oktober war in Thüringen, habe ich noch in Erinnerung. Ja. Und jetzt kommst du mit deiner Asche. Da freue ich mich jetzt schon die ganze Sendung drauf. Dass ich mich endlich mal selbst irgendwie beschimpfe. Ja, also du darfst mir dann auch gerne assistieren und mich mitbeschimpfen oder dich selbst auch, aber ich finde, ich habe das besonders verdient, weil wenn man ein Buch drüber schreibt, wenn man so viel drüber redet, über die Pharmaindustrie und was geplant ist und sagt, vorhersagt 2019, wir haben noch 2 bis 5 Jahre Zeit, dann werden die uns komplett überwacht haben und werden uns vom Bürgergeld abschneiden, wenn wir nicht irgendwie das nehmen, wenn wir nicht Compliance zeigen und nicht die Medikamente nehmen, die sie uns vorsetzen. Das werden sie überwachen. Wenn wir es nicht nehmen, kriegen wir kein Bürgergeld. Schrobst du? Schrob ich in Rette sich, wer kann.
Mit einer gar nicht so schlechten Analyse der Zusammenhänge, wie dieses Krankensystem so verzahnt ist mit einem anderen. Und dann aber nicht zu sehen, in 2019, also auch dem Jahr, in dem ich viel zu viel darüber geredet habe, was da gerade läuft, um dann 2020 kalt erwischt zu werden von einer über die ganze Welt rollenden Pandemie und der Antwort der Pharmaindustrie darauf, das ist schon ein bisschen peinlich fast, oder? Nein. Für mich. Also ja, naja. Nee, ich würde es umgekehrt sagen. Ich würde sagen, dass deine Einsicht, also dass du dir nicht Vorwürfe machen solltest für das, was dir entgangen ist, sondern dass du stolz darauf sein kannst, was du damals schon durchschaut hast. Weil du hast eine Grundlage geliefert für die Analysen, von denen wir nachher profitiert haben. Das finde ich ganz wichtig. Dass sowas, ich würde mich ja gar nicht, mag ich gar nicht. Du darfst mich gerne mal loben. Ich mache sowas ja nicht selber. Aber ich würde mich entschuldigen insofern, weil ich habe darüber nachgedacht, warum ich das nicht gesehen habe. Ja. Und ich habe dann gedacht, was mich vielleicht entschuldigt, ist, dass ich dachte noch 2019, die Pharmaindustrie und was da so dranhängt, die brauchen uns ja als Durchlauferhitzer, brauchen uns als Konsumenten. Mhm. Und darüber sprachen wir schon mal in einem anderen Zusammenhang mit dieser Veränderung und der tatsächlichen Zeitenwende. Deswegen habe ich gedacht, die können ja jetzt nicht irgendwelche Viren auf die Welt schütten. Wir sollen krank sein und nicht tot. Genau, wir sollen ja, und was bringt das auch? Da kann man ja tun. Wir sollen ja möglichst chronisch krank sein. Ja. Deswegen erfindet man ja auch diverse Krankheiten und dann sollen wir möglichst alle Autoimmunerkrankungen haben, die man nicht so richtig nachweisen kann und teure monoklonale Antikörper fressen und spritzen. Ich habe gedacht, die brauchen diesen hohen Umsatz und uns als Kunden. Und das ist, glaube ich, das, was sich tatsächlich verändert hat. Ich kannte Schwab damals noch nicht und dessen Ansicht, dass wir eine grundsätzliche Umgestaltung der Welt brauchen, das Bruttoinlandsprodukt abschaffen und die Kundschaft nicht mehr brauchen. Darf ich kurz eine Parallele aus meiner Fehlwahrnehmung, weil das ist das Schöne, wenn man miteinander redet, wird einem im Spiegel des anderen ja auch sozusagen der eigene blinde Fleck nochmal. Das war auch mein großer Fehler. Ich habe ganz viel argumentiert im Sinne von Kapitalismuskritik. Und dieses kapitalistische Modell lässt dem anderen ja irgendwie noch ein Existenzrecht im Hinblick auf Kunde. Ja, das heißt, irgendwie brauchen die uns als Konsumenten oder sonst irgendwas. Und ich hatte diese Formulierung, kennst du vielleicht von Rüdiger Chrismanski, der dann sagte von transkapitalistischen Akteuren und transkapitalistischer Kapitalvernichtung. Das heißt, es geht ja darum, dass der Kapitalismus nicht das Ziel, sondern ein Instrument ist. Das habe ich aber auch erst sehr viel später verstanden. Das heißt, die nutzen die Kapitalismus, also die werden reich dabei, wenn sie Dinge zerstören. Ja, also das mit dem Reichsein, das nehmen die schon in Kauf, nehmen die auch auf sich, aber es ist nicht der Zweck, sondern nur ein Mittel. Ja. Aber deswegen finde ich, also auch, ich finde, wir sollten uns ja nicht gegenseitig entschuldigen, aber an dem Punkt war ich ein bisschen gnädiger plötzlich mit mir, weil ich das nicht 2019 schon gesehen habe, dass das tatsächlich so schnell gehen könnte, dass man sagt, wir brauchen diese Leute nicht mehr. Wir zerstören das jetzt. Also der Great Reset von Schwab, und da heißt ja auch große, also diese kreative Zerstörung von allem, das habe ich 2019 noch nicht kommen sehen. Gut, trotzdem ist es ja so, wenn man dann mal so zurückblättert, und es hat ja auch was Amüsantes, hoffe ich. Ich habe das nochmal gemacht. Ja, es ist eine Revue von lustigen Ereignissen. Erzähl's. Ja, nein, es ist deshalb lustig, weil wir haben ja vor 2 Wochen so ein bisschen lustiges Geteaser, haben wir ja auch über Herrn Rottmann Grossner gesprochen, der ja eine völlig unwichtige Figur ist in allem, weil wir wollen den mal richtig einsortieren. Wollen wir es chronologisch machen? Mach es chronologisch, bitte, weil vielleicht nochmal zur Hilfe, der Sven steckt ganz tief drin und ich würde dich bitten, jetzt nicht nur in Andeutungen zu sprechen, sondern sehr, sehr explizit, weil das Zeug, ehrlich gesagt, verdichtet sich zu so einem, die sind alle doof, wir wurden verarscht und das stimmt, aber ich glaube, es ist auch wichtig zu benennen, mit welchen Methoden und aus welchen Kreisen und durch welche Akteure, und da wäre ich dir sehr dankbar, wenn du das mit ein paar Punkten chronologisch machst. Naja, ansonsten kann man natürlich Paul Schreiers Chronik lesen, ne? Ja, man muss und sollte unbedingt auf Multipolar hinweisen, auf Paul Schreiers und Uli Teuschs und
Magazin, was jetzt auch gerade wieder hervorragende Artikel dazu gemacht haben, die ganze Zeit eigentlich. Dann sollte man auch Pauls Chronik einer angekündigten Krise lesen, auch wenn es schon 2 Jahre alt ist oder 3, weil es maßgeblich ist. Das ist, die machen ja die Hauptarbeit. Es ist ja nicht so, dass wir oder ich das auf den ganzen Tag auch noch machen. Aber es gibt noch ein paar andere Aspekte und ich habe dann beim nochmal zurückblättern gedacht und du hast es ja auch dann erinnert. Es gab so viele kleine Versatzstücke, die wir nicht richtig einsortieren konnten, schon gar nicht in 2019, weil wir sie gar nicht wahrgenommen haben. Also weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe das nicht gesehen. Nee. Ja. Es hat mich auch nicht ausreichend interessiert, weil ich dachte, sie werden nicht Viren über die Welt auskippen oder erfinden oder sonst was. Da habe ich den einfach nicht, das ergibt ja keinen Sinn. Also im Rückblick schon. Nur, dass man sagt, die, da warst du ja auch direkt bei mir, weil ich hatte diese nationale Impfkampagne noch im Kopf aus 2019. Da gab es also eine nationale Lenkungsgruppe Impfungen und eine große Konferenz im Mai 19. Die 200 Seiten habe ich mir gerade nochmal angeguckt und da ging es natürlich um die letzten noch entkommenen Nicht-Masern-Geimpften und wie man mit dieser Masern-Impfpflicht jetzt umgeht. Und wenn man das Papier liest, auch das werde ich nochmal verlinken, wer Lust hat, 200 Seiten zu lesen. Also dass man sagt, da sind genau diese Aspekte natürlich schon drin, die wir uns dann 2020 so aus heiterem Himmel passierten. Das war schon im Mai 19. Alles ist schon in Workshops durchgespielt worden. Wie erreicht man mit Werbung die Jugendlichen? Wen sollte man warum zwangsimpfen? Wen nur mit Berufsverboten dazu nötigen, sich impfen zu lassen? Diese ganzen psychologischen Aspekte, das war alles schon im Rahmen der nationalen Impfkampagne 2019 fertig. Nur eben einfach nur Masern, nicht dann Corona. Aber das gesamte Mindset, oder wie heißt das auf Deutsch? Gedankengebäude. Mhm. Ja, ist schön. So, gleichzeitig, das wusstest du besser als ich, gab es auch im Mai 2019 schon eine CDU-Veranstaltung, die dieses ganze Thema der globalen Gesundheit, da kommt wahrscheinlich eine Pandemie auf uns zu und wie können wir uns denn global vernetzen, damit wir alle das überstehen. Das war, glaube ich, da waren jedenfalls, das war eine Konferenz der Bundestagsfraktion der CDU und da waren schon Tedros, den wir erst viel später kennengelernt haben, Drosten, die Gates Foundation, der Wellcome Trust, also Jeremy Farrar. Genau die Leute sind das ganze Jahr 2019 getingelt und haben im Grunde überall dasselbe immer wieder erzählt und überall die gleichen Institutionen ins Leben gerufen. Es gab an der Charité in 2019 ein internationales Beratergremium plötzlich, in dem auch die Vertreter von Gates und von Wellcome Trust, also einer größten Stiftung der Welt, Pharma, finanziert und immer wieder der gleiche Virologe saßen, den wir erst 2020 kennengelernt haben als NDR-Podcaster. Du meinst doch nicht diesen hübschen kleinen Lockenkopf aus der Charité? Ja doch, das war ja nun auch mal sein Thema. Und aber auch, wenn man so zurückblickt und sagt, der Spahn hat dieses Board eingesetzt und da saßen dann die Gateses und die Wellcomes und der Drosten, haben auch damals schon formuliert, dass Deutschland eine Vorreiterrolle übernehmen muss im Kampf gegen die globalen Gesundheitsbedrohungen, die natürlich bestehen vor allem aus Viren. Schon im Mitte 2019. Und da muss Deutschland eine Vorreiterrolle übernehmen, weil sie natürlich aufgrund ihrer hygienisch niedrigen Standards mit so Sachen wie Denguefieber und sonstigen Problemen massiver zu kämpfen haben als jeder andere Staat auf der Welt. Ja. 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 Wenn ich das mal sehe, dann dafür, dass es da so viel Vorbereitung gab, waren wir doch relativ schlecht vorbereitet dann auf die Pandemie. Aber das ist nur so am Rande. Ja, da kommen wir ja gleich noch zum Oktober, weil es gab ja auch viele Pandemieübungen, bis dann mal eine Pandemie kam. Seither gibt es ja keine mehr. Das sind so viele kleine Details, die sind auch bestimmt ganz unschuldig, dass der Herr Wieder dann auch eingesetzt worden ist von der WHO, um irgendwie die Preparedness und so weiter Gruppen zu leiten weltweit. Was Herr Wieder sieht ja immer so unschuldig und niedlich aus. War aber schon vorher hervorragend vernetzt. Aber was ich dann vergleichsweise amüsant finde, und das weißt du ja auch, war dann insbesondere der
Aufstieg der kleinen Firma an der Goldgrube in Mainz, die ja bis zum September 2019 meines Wissens nicht mal an der Börse notiert war. Also der Börsengang von BioNTech ist aus dem September 2019. Eingestiegen bei BioNTech ist dann direkt nach dem Börsenstart ein Philanthrop, den wir beide kennen, also der Bill, mit hat dann 1 Million Aktien gekauft. Selbstlos, wie er ist, um wenn man denen ein bisschen Rückenwind zu geben bei der Vorbereitung auf mögliche Pandemien. Ja. Mhm. Nee, das war ja auch schon sein Thema. Ja, also nee, finde ich gut. Ja. Die Dekade der Impfstoffe war ja von ihm ausgerufen worden. Halte mich für humorlos, aber ich finde das auffällig, wenn dann einer sagt, die ist so eine relativ kleine und unbedeutende Firma vorher, die ja auch nichts bis dahin zustande gekriegt hat, da kaufe ich mich mal jetzt ein mit 18 Millionen. Ja, der hat halt ein Näschen, der Typ. Der hat ein Näschen, er hat dann auf dem Höchststand der Aktie im November 21 für 300 Millionen seine 18 Millionen Aktien, Einkaufspreis 18, Verkaufspreis 300, verkauft. Er hat ein Näschen für sowas. Ja, Respekt. Und da auch Dank an Carsten Montag von Multipolar, der einen sehr schönen Artikel geschrieben hat über die Besitzer von BioNTech. Ja, das hat mich aus dem Latschen geschossen, als du mir das erzählt hast. Das ist gut. Wem gehört das? Ich dachte, das gehört dem Ugo. Aber nein, der ist Haupteigner an den Aktien. Der ist ja gar nicht. Ne? Es sind die Strüngmanns, habe ich noch nie gehört. Großer Respekt und liebe Grüße. Also ich hatte noch nie was von den Zwillingsbrüdern Strüngmann gehört. Kennst du Hexal noch? Also Hexal war so ein Generika-Hersteller. Ja, das haben die irgendwann gegründet. Vater hat auch schon Pharmaindustrie gemacht. Und die Strüngmanns haben, nochmal, ich ziehe meinen Hut, also im Rahmen dieser Pandemie und ihres Alleinbesitzer, sie haben die Mehrheitsanteile an BioNTech und haben ihre jeweils 3,4 Milliarden Vermögen, die sie vorher hatten, jetzt im Rahmen der Pandemie erhöht auf 25 Milliarden pro Kopf. Damit sind sie weltweit wohl die auf Platz 148 der allerreichsten Menschen. Und da sagt man immer, kennt. Mit Impfstoffen kann man kein Geld verdienen. Naja, eben. Und dass sie keiner kennt und ihnen kein Verdienstkreuz umgehängt hat, das finde ich ja völlig unbegreiflich. Ja. Also das sind ja diejenigen. Dabei wohnen sie noch am Tegernsee und versteuern wahrscheinlich auch ihre Einkünfte hier in Deutschland. Also größter Respekt. Und ich denke, ich finde das auch gut, wenn man dann sagt, ich glaube, wir sprechen ja auch mit Menschen in unserer, also so ein 150-Personen-Kreis, also mit Gleichgesinnten hat man ja schon. Und ich denke auch, dass es vielleicht ja auch Bill die kennt, oder? Kennt man sich nicht so unter. Meinst du, dass sie sich das so wechselseitig gönnen und dann so der Bill sagt, pass mal keine auf, da so ist. Kauft doch auch mal ein paar Aktien ein paar davon. Nein, das wäre ja ein Insider-Geschäft, also das wollen wir jetzt gar nicht vermuten, sowas. So, nee, aber es ist ja schon so, dass da ja auch, wenn man vielleicht einen Zusammenhang besteht zwischen der Investition in ein Produkt und die Einflussnahme auf eine Konstellation, in der dieses Produkt plötzlich Nachfrage erhält. Mhm. Naja, aber jetzt sind wir natürlich auch, greifen wir ein bisschen vor auf 2020. Ja, okay, das wissen wir 2019 noch nicht. 7 Minuten Werbespot in der Tagesschau und so, das wollen wir ja dann lieber in 2020 lassen. Nochmal, ich finde es nur im Rückblick so spannend, wenn man sagt, das haben wir natürlich alles nicht gesehen. Warum sollen wir das zur Kenntnis nehmen? Aber dass an allen Stellen immer die gleichen Leute zusammensitzen und sich vorbereiten auf die kommende Pandemie. Angekündigt war die 2019, im September 2019, auch im Ärzteblatt, weil die WHO, die Weltbank und das Board für Pandemic Preparedness von Bill Gates dringend gewarnt haben, da kommt eine Pandemie auf uns zu und wir sind alle ganz schlecht vorbereitet, sagt damals der Chef-Virologe der Charité, Christian Drosten. Und da kannst du mal sehen, wie der daneben liegt. Ne? Das ist, war ja gar nicht September 2019. Nein, kommt. Ach, also er hat gesagt, er kommt jetzt demnächst. Ja, die kommt auf uns zu. Nee, aber, Es war im September, als Merkel in Wuhan war, um dann eine Rede zu halten. Erzähl das bitte auch nochmal. Nee, wir waren nur einfach. Und dann war sie auf diesem Hühnermarkt und hat sich die Nase geputzt. Nein, sie hat nur an der Uni eine kleine Rede. Also ich dachte, sie hätte sich dann noch so ein Hähnchenschenkel in ihren Capital Bra
Egal. Aber das, also nur mal die eigentlich, und das ist ja auch hier ein anekdotisches Hin und Her, sowas konnte ich damals nicht sehen, weil ich das gar nicht begriffen hätte. Ja, aber es geht ja, ich meine, ich glaube, die Erkenntnissituation, die haben wir jetzt ausreichend reflektiert. Und ich glaube auch, dass darüber müssen wir nicht reden. Aber wir haben jetzt ja sozusagen die Zutaten einer angerührten Suppe, die wir dann in den Folgejahren auslöffeln mussten. Und eine Zutat ist Ökonomie, eine Zutat ist Wissenschaft, eine Zutat ist offizielle Politik, eine Zutat ist, wie soll man sie nennen, wohlwollende Philanthropen. Und deren Zirkel, jetzt hast du aber einen Aspekt in der Vorbereitung genannt, der war mir nicht so klar als Zutat, nämlich Militär. Ja, das Militär war ja überall. Das Militär war sowohl beim von Paul Schreier ausführlich beschriebenen Event 201 dabei, das war im Oktober. Ich weiß, wo du hin willst, aber ich lass es mich kurz erwähnen. Das hat stattgefunden in New York statt in Washington. Und anwesend bei dieser tatsächlich dann auch schon Corona-Pandemie-Übung, nichts anderes und auch kein Bioterrorismus in dem Fall, sondern einfach, wir haben es mit einer Corona-Pandemie zu tun und es kam vor allem auf die Medien an, die waren ja vor allem anwesend und das Militär vertreten durch. Medien hätte ich nämlich auch noch nachgefragt. Sag mal erstmal Militär und dann lass uns die Rolle der Medien reflektieren. Na, das war einfach, wie gesagt, Herr Rottenmeier. Der Herr Rottenmeier, ja, den machen wir dann. Dann ist es den Herrn Rottenmeier mal extra machen, okay. Dann verstehen wir das nämlich alles. Herr Rottenmeier, also nein, heißt er gar nicht Herr Rottenmeier. Wie fangen wir denn mal an? Wir haben vor 3 Wochen über Herrn Rottenmeier gesprochen, der im Untersuchungsausschuss in Brandenburg neben Herrn Wieder saß, als kleiner Zettelschubser scheinbar, und sein Adjutant war und ihm ab und zu mal Zettel zugeschoben hat, was er nicht beantworten soll. Was dem Vorsitzenden noch nicht gefallen hat, dass er Herrn Rottmann-Grossner weggesetzt hat. So. Wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt so ein Mitarbeiter, der dann ab und zu mal aufpasst, dass der Chef nichts Falsches sagt, dann würde es die Rolle von Herrn Rottmann-Grossner völlig falsch einschätzen. Man kann nämlich ein bisschen mal zurückgehen, und das hast du ja auch schon mit mir gemeinsam gesehen. Es gab im Februar 2019 hat der Gesundheitsminister, der Herr Spahn, hatte wohl eine neue Abteilung im Gesundheitsministerium ins Leben gerufen für Biosecurity, also Gesundheitssicherheit. Eine Abteilung, nicht so eine Unterabteilung, sondern wirklich prominent mit eigenem Abteilungsleiter. Und dieser Abteilungsleiter ist Herr Rottmann-Grossner. Herr Rottmann-Grossner, noch nie hat jemand vorher was von dem gehört, war dann auch im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz am Tag vorher bei einem Planspielübung. So, also ne? Tabletop heißt das, man sitzt am Tisch und denkt sich was aus. Wie man denn mit einer Pandemie umzugehen hätte, wenn sie dann mal kommt, anwesend, waren auch da wieder die üblichen Verdächtigen. Also die Gates Foundation, Farah von Wellcome Trust und wie sie alle heißen. Plus, ich müsste jetzt tatsächlich suchen. Ich verlinke es. Nee, ich muss mal eben gucken, da waren wirklich richtig gute Leute. Beth Cameron, Tim Evans von Gavi, also auch der Internationalen Impfallianz. Ja. Das heißt, wir reden hier über den Februar 2019. Bei dieser Veranstaltung war aber nicht nur Rottmann-Grossner vor Ort als Abteilungsleiter unter Spahn, sondern auch, und zwar an der richtigen Stelle, ohne Nennung, Lothar Wieler. Wieler saß also nur in der zweiten Reihe und durfte sich das mit anhören, was sein Chef, und das ist faktisch Rottmann-Grossner, wir haben hier nicht einen Assistenten, sondern den Chef von Wieler. Denn das Bundesgesundheitsministerium ist dem RKI vorgeordnet. Moment nochmal, Fräulein Rottenmeier ist ja Militär, richtig? Nein, Rottenmeier ist nicht Militär. Nee, aber Spahn hat versehentlich in 2020 eingeräumt, dass er im Herbst 19 tatsächlich diese Abteilung Biosecurity im Bundesgesundheitsministerium aufgestockt hat und nicht nur Rottmann-Grossner damit wieder Chef war und ist, sondern auch noch ein General dazugezogen hat, nämlich den Herrn Holtherm. Richtig. So, also da wurde jetzt, damit wir uns mal nicht missverstehen, schon Ende 2019, also beginnend im Februar 2019 auf dieser Konferenz und endend im Herbst, eingerichtet die Abteilung
Biosecurity im Bundesgesundheitsministerium geleitet von Rottmann-Grossner und General Holtherm, also dem Militär. Und Rottmann-Grossner war dann derjenige, um einmal nach vorne zu gucken, der im Februar 2020 die Idee in Regierungskreisen und allen Zuständigkeiten überhaupt auf den Tisch gebracht hat, wir könnten doch und müssten jetzt Lockdowns und totale Abschaltungen machen. Diesen Plan gab es nie. Nochmal, multipolar. In den Vorbereitungen, es gab immer ausführliche Pandemiepläne und was passiert, wenn, hunderte von Seiten dick, in denen nie die Rede war, bis zum Februar 2020, dass wir was mit Lockdown machen. Könnte daran liegen, dass die Pandemiepläne bis dahin immer noch so etwas wie eine medizinische Evidenzgrundlage hatten und nach Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit gefragt haben, während man dann durch die Inspiration dieser vielen öffentlichen Diskussionen in den Hinterzimmern unter Ausschluss der Öffentlichkeit dann eher für den Lockdown war? Liege ich da richtig? Aber ja, aber du siehst, was wir nicht gesehen haben. Ja. Ich finde es nur schön, dass wir diese seriösen Herrschaften waren schon im ganzen Jahr 2019 sehr damit beschäftigt, uns zu schützen. Und zwar genau dem, was dann auch eingetreten ist. Man mag sich nicht vorstellen, wie das Ganze verlaufen wäre, wenn die nicht so viel Mühe und Herzblut in unseren Schutz schon ein Jahr vorher gesteckt haben. Genau. Gut, dass die an den richtigen Stellen saßen und dass sie immer die gleichen und immer das Gleiche besprochen haben. Und was die auch vorweggesehen haben, und das ist ja sozusagen die letzte Zutat, die wir noch brauchen, die ja vielleicht für uns auch nochmal eine interessante ist, ist nämlich auch, dass sowas eigentlich nur gelingen kann, nicht nur aufgrund von militärischer, politischer, ökonomischer und personeller Anstrengung, sondern dass es Medien geben muss, die mögliche Gefährder kommunikativ schon auch sagen wir mal, zurechtweisen, ausschalten und so weiter. Also es gab ja auch schon Empfehlungen auch und viel Kooperation zwischen diesen medizinischen Akteuren und den medialen, oder? Damals schon. Ja, hast mir gesagt, dass beim Event 201 sogar die Journalisten dabei waren. Na, da waren es eher so die Großkopf hatten, okay. Also die Leiter von so Medienkonzernen, genau. Dass man sich schon damals einigen musste und den Facebooks dieser Erde, wie schalten wir denn die Impfkritiker aus, was übrigens auch rückblickend auf 2019, also auf den Mai, die nationale Impfstrategie, da ging es auch schon sehr viel darum, wie man Verschwörungsmythologen aus dem Verkehr zieht oder argumentativ zum Schweigen bringt und sonst verbietet. Also das ist auch nicht so ganz neu. Das war damals schon sehr angekommen bei den politischen Vertretern. Das heißt, man wusste, dass man möglicherweise Plausibilitätslücken in seiner Kommunikation offenstehen lässt, in die dann so Menschen wie wir einhaken würden. Und dagegen muss man sich natürlich verteidigen, wenn man das Gute will. Und das wusste man damals und hat dann sich schon präpariert zur Kontrolle der öffentlichen Meinung. Und zur Bekämpfung von Desinformation, Demokratie, Grundrechten. Du, Matthias. Ja, nee, also das ist aber wirklich. Das ist ja verrückt. Bei Gelegenheit mal. Ich wollte ja, was der Verschwörungstheorien, das finden wir ja beide ganz, ganz spannend, dieses Thema. Und ich bin ja, oder nicht? Du nicht? Ja, wenn solange es Theorie ist, bin ich ein begeisterter Freund davon. Ja, klar. Und ich bin ja so darüber gestolpert, das machen wir aber ein andermal, dass. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, und zwar beginnend eigentlich erst 2020 am Anfang, so plötzlich irgendwie alle so Verschwörungstheoretiker irgendwie dann wahlweise ausgrenzen oder heilen wollten, von Lamberti bis. Das geht aber auch schon ein Jährchen zurück, dass also eine konzertierte Aktion, ein Handbuch der Verschwörungsmythologien herausgegeben von der WHO und WEF, muss ich mal gucken, von Lewandowski und Koch hießen die beiden Autoren, unterstützt von unserem europäischen Verschwörungsexperten Michael Butter. Also das ist eine gesteuerte Debatte um diese Verschwörungstheorien und dann, weiß ich nicht, ja, also dass die plötzlich angefangen hat. Absolut, ja, da müssen wir nochmal ausführlicher drüber sprechen, weil bis dahin war Verschwörungstheorie ja gar kein Problem, sondern da litt man noch an Populismus.
Ja, na, es war schon auch ein bisschen problematisch. Ja, aber es war nicht präpariert als eine Art Stigma, das zur permanenten Ausgrenzung und Vernichtung von Existenzen oder sowas führen würde. Also genau, das, also da war schon eine gewisse Arbeit geleistet worden. Es wurde diskursiv vorbereitet von diesen Leuten. Ne? Das, ja, von hochoffiziellen Stellen, aber finanziert von denen, die dann am Ende profitieren sollten, dass man schon sagen kann, ihr seid schon ganz gut vorbereitet. Das Handbuch gibt es in allen Sprachen. So erkennt man Verschwörungs... Mythologen, nee, wie heißen die? Ideologen. Verschwörungsideologen, ja. Theoretiker. Ja, und... Theoretiker, das adelt die ja zu sehr. Nee, das war ja vorher. Ja, stimmt. Das waren ja danach dann wirklich nur noch Ideologen und sonstige, die... Und auch wie man sie so erkennt und wie man sie zum Schweigen bringt. Ja. Also das war gut vorbereitet. Machen wir mal extra. Das ist ein schön spannendes Thema. So, jetzt haben wir das einfach nur anekdotisch für, falls mal jemand am Termin dies erzählen möchte. Ich fand das gut, also auch gerade auch für die Leute, die damals noch 4 Jahre alt waren. Das ist, glaube ich, relativ wichtig. Ich habe heute zufällig mit Tom Lausen telefoniert und der sagt, wir sollen uns alle Bücher kaufen. Und das gilt jetzt nicht nur für die Bücher von Sven Böttcher und Tom Lausen, sondern auch von den etwa von Paul Schreier. Und zwar nicht, um die zu lesen. Da ist der Tom völlig dagegen, sondern um sie ins Regal zu stellen. Weil er nämlich befürchtet, dass in 20 Jahren, wenn denn der Clemens dann so Mitte 20 ist, man sich fragt, was war da eigentlich los? Ja, und er geht davon aus, dass die Informationslage oder sagen wir besser die Desinformationslage dann nicht mehr so verheerend infektiös ist wie heute, sondern dass die KI und die Algorithmen in der Lage waren, das Internet so zu reinigen, dass wir von infektiösen Informationen unberührt uns im digitalen Kosmos bewegen können. Das heißt aber auch, dass die Wahrheit nicht ohne weiteres für jeden offensichtlich zu erkennen ist. Und dann ist es gut, in diese Bücher zu gucken. Und ich glaube, wir haben auch mit dieser Sendung einen Beitrag dazu geleistet, indem wir diese Zutaten jetzt benannt haben. Das Urteil kann sich jetzt ja jeder selbst bilden, aber es ist jedenfalls, glaube ich, genug Fragestoff gegeben, um ein Fragezeichen hinter die offizielle Erzählung zu machen, dass wir da ja, das ist dann vielleicht doch der Rotz von Angelina auf dem kleinen Hühnermarkt in Wuhan war. Also ich habe da von Anfang an nicht dran geglaubt. An die Angelina-Theorie meinst ja. du? Mit dem Hühnermarkt, ja. Dass das hier anders zusammenhing. Ja, ich hab das von Anfang an für eine Verschwörungstheorie gehalten. Ja, zumal die sich ja über die Nase putzt. Ja. Das war völlig unplausibel. Ich kenne keinen, der irgendwie gepflegter im Umgang mit sich selbst und den anderen ist als Angelina. Okay, also in der Zeitenwende war das irgendwie heute trotzdem wieder fliegen. Also ich finde den Hinweis gut, dass du sagst, kauft man noch ein paar Bücher, solange es noch welche gibt. Obwohl wir dann mit den Büchern natürlich, wenn wir die dann in 10 Jahren hochhalten und sagen, hier, das war doch ganz anders, dann werden die anderen uns ja für Lügner und Erfinder halten, oder? Aber wir wissen es dann zumindest. Oder können es unseren Kindern weitergeben? Ja, und wir können erzählen, Wahrheit. Wie wir da reingeraten sind in diese Zeit und haben damit auch Material hinterlegt und Dokumentationen für den großen Prozess der Menschlichkeit gegen die Triebkräfte der Unmenschlichkeit. Oh, das möchte ich jetzt gerne glauben. Das möchte ich glauben, dass das kommt. Und zwar möglichst bald. Ja. Kannst du mir einen Termin geben? Nach vorne? Ich muss mal gerade gucken. Ich meine Ende 2025. Ach, Gott sei Dank. Ja. Werden wir beide noch dabei sein. Ah, herrlich. Ja. Nee, dann freue ich mich. Dann lege ich mich jetzt kurz nochmal hin und warte auf den Prozess. Ansonsten müssen wir uns keine Hoffnung machen. Im Hinblick, ich habe mit meinen Kindern jetzt nochmal den Film Tenet geguckt, dass Zeitreisen eine Lösung wären. Es gibt ja so die Idee, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt, sagen wir mal, Akteuren mit einem nicht allzu positiven Einfluss auf die Weltgeschichte in ihrer frühen Kindheit die Hilfe gegeben hätte, die sie gebraucht hätten, um gute Menschen zu werden, dass man dann irgendwie den Lauf der Geschichte hätte ändern können. Also zum Beispiel, wenn man, denken wir mal an österreichische gescheiterte Kunstmaler, ja. Wenn man denen als Kind gesagt hätte, ach, du bist doch ganz süß und so und hier hast du einen Farbkasten und mach mal. Ne? Mhm. Warum müssen wir uns da keine Hoffnung machen? Weil wenn, dann wäre es schon passiert. Ja, das ist dieses Zeitreisenparadox. Das heißt, also alles, was bisher nicht passiert ist, das wird auch nicht passieren. Das heißt, wir müssen damit leben und es historisch aufarbeiten. Das andere ist natürlich, dass ganz viele Dinge, die durch Zeitreisen verhindert wurden, uns gar nicht als Problem erschienen. Wir zum Beispiel sind ja dauernd unterwegs in der Zeit. Wir haben ja den Atombombeneinsatz 1992 haben wir verhindert. Dann haben wir
die groß. Ja. Also, das ist ja passiert. Aber das wollte ich jetzt nur, weil wir wollten ja auch ein bisschen positiv werden. Das war vorher passiert, bevor wir es verhindert haben. Und dann konnte sich natürlich keiner daran erinnern, dass das nicht passiert ist. Ja, das ist auch ein Geschäftsmodell. Man könnte ja auch Leute erpressen, dass man sagt, pass mal auf, wenn ihr uns jetzt nicht, sagen wir mal, so 30 Milliarden gibt, dann verhindern wir das nicht. Mhm. Und es ist sicherlich... Ja, das ist ja nur noch ein kurzer Moment, den wir jetzt wahrnehmen und erinnern können, in dem wir arm waren und das Publikum anbetteln mussten um Geld, weil in wenigen Tagen werden wir diese Erpressung durchziehen, zurückreisen und dann ist die Welt so anders. Aber niemand kann sich erinnern und wir werden dann natürlich... Jetzt sollten wir auch für uns behalten, dass wir wirklich eine Zeitmaschine besitzen und nur so tun, als müssten wir uns erinnern. Ja, ich hoffe, du besitzt die. Ich habe die lange nicht gesehen. Ich habe die drauf stehen lassen im Parkplatz in 2035. Das war doof. Aber da kommen wir irgendwann auch wieder hin. Vielleicht sollten wir der Zeitenwende auch mal so Jahre in der Zukunft machen. Das machen wir nächstes Mal. Wir machen mal 2105. Ja, lass uns das machen, oder? Da sind wir bestimmt noch dabei. Mit Sicherheit. Ja. Mhm. Okay. Ja, war wieder witzig heute, muss ich sagen. Komm, jetzt bitte guter Laune raus in den Sonntag. Wir sind jetzt wieder ein bisschen in der Pause, wollte ich nur mal sagen. Das hat Gründe, die haben wir letzte Woche erwähnt, aber wir kommen ja zum Monatsende wieder mit voller Kraft und so. Und da freue ich mich. Ich mich erstmal. Okay. Bis dann. Gut, bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.